Also 6 Jahre Pause und jetzt 2020 wieder da. Ja, es wird mal wieder Zeit. Ja. Ciao, Ja. User Group Karlsruhe war ich immer wieder gerne. Ja. Ich war aber immer mal wieder bei ein paar anderen Veranstaltungen in Karlsruhe. Wäre natürlich gerne persönlich in Karlsruhe gewesen, aber die Zeiten sind, wie sie sind. Da müssen wir einfach das Beste aus der Situation machen. Genau, und Deshalb. schön, schön, dass du da bist. Und Gerne. nächstes Mal dann auch gerne mit richtigem Bier und richtiger Pizza. Ich Ja. werde mir nachher hier eine Pizza Fungi in den Ofen schieben. Sehr gut. Genau. Genau. Also ich bin die Priska von Synnex. Wir hätten euch ja heute echt gerne bei uns im Büro begrüßt und auch für euer leibliches Wohl eben gesorgt, ne? Aber ich finde es total cool, dass der Abend trotzdem stattfindet und ich finde es wirklich toll. Und genau, hoffentlich sehen wir uns bald alle im Real Life. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen spannenden Abend jetzt und viel Spaß. Genau. Ja, dann übernehme ich einfach mal. Herzlich willkommen zusammen. Ja, ihr könnt gerne, ich beginne jetzt dann gleich mit meinem Vortrag und schalte um auf Screensharing für meine Folien etc. Ihr könnt gerne Fragen in den Chat reinschreiben oder auch diese Fragefunktion in Zoom verwenden, wenn ihr wollt. Die erste Frage, die ist schon in den Chat reingekommen. Ich nehme gerade auf das Ganze. Ja, es wird, wenn alles glatt läuft, zur Verfügung stehen danach, die ganze Sache. Und das bekommen wir mit Sicherheit hin. Ja, wir alle drei, wir sind mit dem Zoom-Webinar-Zeug nur schreckliche Newbies. Also bitte verzeiht uns, wenn das nicht ganz so hundertprozentig läuft. Wir machen einfach das Beste in der Situation und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal mit den Inhalten an. Wenn Fragen sind, einfach in den Chat reinschreiben oder in den Frageteil von Zoom. Und ich werde danach später das ganze Zeug mal durchgehen und werde versuchen, die Fragen dann zu beantworten. Genau, dann wechsle ich einfach mal auf meine Präsentation und wir legen direkt los. Genau. Ja, lasst mich noch mal kurz die Freigabe checken. Jawohl, die passt. Genau, mein Name ist Michael Plöth. Ich bin Fellow bei der InnoQ. Mein Chef sagt immer, ich bin auch Konferenztourist. Ich halte ganz gern Vorträge über ja, diverse IT-Themen, beschäftige mich ganz, ganz intensiv mit dem Thema Domain-Driven Design und habe da unter anderem an der Übersetzung der DDD-Reference von Eric Evans ins Deutsche mitgewirkt und schreibe aktuell auch noch an meinem eigenen Buch. Und heute geht es eigentlich ganz stark um ein Thema, das mir schon seit längerer Zeit ziemlich auf den Nägeln brennt. Und zwar habe ich immer wieder festgestellt, dass eigentlich eine ganz spannende Sache aktuell in der IT das Verheiraten von Softwarearchitektur mit Organisation, Governance und lauter solchen Themen ist. Und da gibt es ja in der Domain-Driven Design-Welt ein, ja, ich sag mal, einen Teil im Strategic Design, der nennt sich Context Maps, mit dem wir mal schön visualisieren können, wie denn Softwarearchitektur, bestehend aus Bounded Contexts oder irgendwelchen Modulen, und Organisation bestehend aus Teams etc. zusammenhängt und wie man das visualisieren kann. Und ich habe das mal in einen Vortrag zusammenpaketiert und zwar zusammen mit noch ein paar anderen Facetten, die es da gibt. Also beispielsweise aus dem Buch Team Topologies von Matthew Skelton und Manuel Pace. Das ist das Ding hier, auf das werde ich heute auch noch ein paar Mal zu sprechen kommen. Und habe das mal in so einen Konferenzvortrag zusammengepackt, den ich vor kurzem auf der Domain-Driven Design Europe in Amsterdam gehalten habe und den ich euch jetzt einfach mal auch erzählen will. Ich gehe mal davon aus, ja, dass ihr ein bisschen was wisst über Bounded Contexts, Fachmodelle, Integration etc. Wenn euch jetzt der Begriff Bounded Context nicht zwingend ein Begriff ist, dann denkt da einfach mal ganz vereinfacht in Bezug auf Module, ja, oder Deployment-Artefakte oder irgendwie sowas, ja, oder
Microservices. Ja, könnt ihr wegen mir jetzt mal ersetzen. Ist jetzt zwar von der Literatur nicht 100% korrekt, aber ich würde mal sagen, es ist gut genug. Worüber werde ich sprechen? Na, ich werde ganz viel über das Thema Domain-Driven Design Context Maps sprechen, die Motivation dahinter, die Patterns, die drin sind, Anwendungsfälle, ein paar Heuristiken werde ich euch präsentieren, wie man das ganze Zeug anwendet, gepaart mit der einen oder anderen War-Story. Und ich werde aber noch andere Alternativen, wie jetzt beispielsweise das Team-Topologies-Ding, eben erwähnen. Worüber ich nicht reden werde heute, ist über Themen wie REST, Web Services, Apache Kafka, Microservices oder anderes technisches Integrationszeug. Ja, das interessiert mich an der Stelle jetzt erst einmal. Ist zwar alles spannend, ja, aber es ist in dem Kontext von dem Vortrag eher nebensächlich bis uninteressant. Eine ganz spannende Sache ist eine Studie an der Stelle, die McKinsey mal getätigt hat. Und zwar hat McKinsey eruiert, was Firmen daran hindert, ihre Digitalisierungsziele zu erreichen. Ja? Und eine Sache, die festgestellt haben, dass gerade bei größeren Firmen organisatorische Probleme gepaart mit inflexiblen Fachprozessen, die häufig bedingt sind durch so eine Silo-Denke, ja, und der einhergehenden zentralistischen Governance, riesengroße Hürde sind im Erreichen von irgendwelchen Digitalisierungszielen. Ja? Bei kleineren Firmen war das eigentlich weniger der Fall. Ja? Die haben eigentlich eher so Probleme im Recruiting gehabt etc. Aber was so Themen wie flexible Geschäftsprozesse angeht, organisatorische Struktur, da ging es denen eigentlich relativ gut. Und ich möchte heute mal ganz stark über diesen Organisationsaspekt denken. Ja? Ich ist zwar bei einer Java User Group, ich werde jetzt nicht groß über Java reden, aber ich glaube trotzdem, dass das eigentlich eine ganz spannende Sache ist, vor allem für die Leute von euch, die in irgendwelchen Architekturpositionen unterwegs sind. Domain-Driven Design an der Stelle enthält ein paar technische Aspekte, die man als soziotechnisch bezeichnen kann. Ja, also es heißt, die ermöglichen es Teams, autonom zu arbeiten und ich sage jetzt mal so Business Value bei einer relativ hohen Geschwindigkeit zu liefern, ja, indem Governance-Aspekte dezentralisiert werden. Ja. Aktuell in der IT dreht sich ja ganz, ganz viel um so Themen wie Dezentralisierung. Ja. Wenn man beispielsweise schaut, DevOps soll eigentlich ganz viele Operating-Aspekte dezentralisieren. So Themen wie die ganzen agilen Bewegungen sollen eigentlich so Themen wie Projektmanagement etc. dezentralisieren. Domain-Driven Design arbeitet an der Stelle eigentlich in allererster Linie erstmal auf einer Dezentralisierung von fachlichen Modellen, was natürlich ganz, ganz cool, ja, zu moderneren Softwarearchitekturen passt. Aber es gibt auch Facetten, wo wir so Governance-Aspekte dezentralisieren können. Ich komme jetzt erstmal zu dezentralisierten Fachmodellen zu sprechen. Ja, für diejenigen von euch, die jetzt noch nicht so tief sind, dass ihr mal ein bisschen besser verstehen könnt, wo die ganze Sache so herkommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kreditapplikation mir anschaue, ja, sagen wir mal für einen Immobilienkredit, dann können wir feststellen, ja, da gibt es halt irgendwie so ein Antragsformular oder so einen Baufinanzierungsantrag. Den brauchen eigentlich relativ viele Teams und fachliche Module. Ja, also natürlich diese Antragserfassung braucht den, eine Kreditentscheidung benötigt den, ein Scoring benötigt Sachen von dem Antrag und so ein Vertragswesen benötigt den Antrag. Ja, in einer zentralisierten IT würden wir hergehen und sagen, da gibt es den Antragsservice und alle anderen arbeiten auf diesem einen zentralisierten Modell von dem Antragsservice und reiten da drauf rum. Ja? Schauen wir allerdings mal auf sprachliche Facetten. Werden wir wahrscheinlich feststellen, dass diese einzelnen Teilaspekte wie die Kreditentscheidung, das Scoring, das Vertragswesen etc. sprachlich den Antrag unter sprachlichen Facetten betrachten. Ja, ich habe zum Beispiel im Loan Application, Kontext, Bounded Context, die Bezeichnung Antragsformular. Im Scoring betrachte ich das vielleicht eher unter dem Aspekt von Regelgruppen, Regelclustern, ja, für irgendwelche Punkteregeln, für K.O.-Kriterien, die wir fachlich kohäsiv zusammenpacken. Das ist so das Denkmodell von dem Risk Management. Weiterhin kann ich sehen, kann ich quasi sagen, dass
Die Kreditentscheidung hat vielleicht so eine Entscheidungsvorlage, ja, wo wir Aspekte von dem Antrag zusammenfassen. Und dann haben wir noch das Vertragswesen, wo wir das Ding eigentlich gar nicht mal als Antrag bezeichnen, sondern vielleicht sowas wie ein Vertragsangebot oder einen Vertrag. Die Idee des Bounded Contexts in Domain-Driven Design ist jetzt, diese sprachliche Varianz zu berücksichtigen bei unserer Modellierung von Fachmodellen. Ja, also das heißt, der Bounded Context ist sowas wie eine sprachliche Grenze um die Gültigkeit von einem fachlichen Modell. Ja? Und das will ich natürlich mit meiner Facharchitektur auch irgendwie in Einklang bringen. Also das heißt, ich gehe her und lege Subdomain-Grenzen gegen diese Bounded Context und versuche eigentlich, dass wir ein möglichst großes Alignment zwischen Facharchitektur, in Klammer Subdomains, und Softwarearchitektur, repräsentiert durch Bounded Contexts, hinbekommen. Jeder dieser Bounded Contexts hat aber wieder sein eigenes fachliches Modell. Also so viel mal so als Intro zu der ganzen Sache. Der Michael Nygaard, ja, der Autor von dem vielbeachteten Buch Release It, ja, vor allem auch die Version 2, die jetzt letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, rauskam, der hat mal folgende Quote gesagt. Team Assignments are the first draft of the architecture. Ja, also das heißt, als ein erster Entwurf von der Architektur sind eigentlich irgendwelche Assignments auf Teams. Was bedeutet das jetzt? Angenommen, wir haben 50 Leute und müssten die verteilen jetzt über diese ganzen Bounded Contexts. Wie macht man denn das Ganze? Also ich meine, wenn ich mal so anschaue in der Realität, in vielen Projekten, in vielen Organisationen, habe ich manchmal das Gefühl, dass das Ganze wie folgt erfolgt. Ja, so relativ opportunistisch, wir schauen halt mal, was gerade geht, wer irgendwie verfügbar ist, etc. Und in wenigen Organisationen sehe ich, dass da irgendjemand, ja, ich sage jetzt mal, sehr strategisch vorgeht. Aber natürlich wollen wir strategisch agieren an der Stelle. Da gibt es jetzt ein paar Punkte, die wir berücksichtigen können. Ein paar Heuristiken. Ja, ich glaube, so 5 bis 9 Leute pro Team sind wahrscheinlich eine ganz gute Größe. In Klammer, das Two-Pizza-Team von Amazon/Jeff Bezos. Wir sollten vielleicht sowas wie die kognitive Belastung von einem Team berücksichtigen. Ja, wie komplex ist denn die Fachlichkeit, auf der eine bestimmte Gruppe an Leuten sitzt? Ich möchte sicherstellen, dass ein Team jederzeit in der Regel ist, cross-funktional zu arbeiten. Also das heißt, die entwerfen Zeug, bauen Zeug, releasen das in Produktion und haben eine End-to-End-Verantwortung dafür. Ja? Wir sollten aber auch berücksichtigen, wie schaut es denn mit der Kommunikationsbandbreite zwischen den Teams aus? Sind die eng gekoppelt und müssen die sich extrem viel abstimmen? Ja, was natürlich sehr viel Bandbreite erfordert. Sind die ganzen Teams von der fachlichen Schnitt her durch die Bounded Contexts lose gekoppelt? Brauche ich eine relativ dünne Bandbreite für die Kommunikation zwischen denen? Ja? Und wir könnten eigentlich Subdomains auch noch berücksichtigen. Dazu komme ich gleich mal. Ja? Schauen wir uns mal die Subdomain-Kategorien in Domain-Driven Design an. DDD kennt 3 Kategorien für Subdomains. Die Core-Subdomain ist eigentlich die wichtigste. An der Stelle geht es darum, dass das Herzstück, ja, von dem Business einer Organisation ist. Ich möchte mich dort differenzieren im Hinblick auf Wettbewerber, in der Komplexität etc. Ja, ich möchte dort besser sein. Ich möchte schneller, schöner, günstiger, innovativer oder ähnlich sein. Ja? So, ich sage mal so, das ist der Teilbereich von der Fachlichkeit, wo ich wirklich glänzen will. Dann haben wir die Supporting Subdomain. An der Stelle, ja, die braucht man, damit die Core Subdomains leben können. Differenzierung kann gegeben sein, allerdings ist vielleicht die Komplexität nicht allzu hoch, ja, sodass das leicht kopiert werden kann von Wettbewerbern. Oder ich habe wenig Differenzierung, aber relativ viel Komplexität, die ich da abdenke. Ja. Und dann haben wir noch Generic Subdomains, das ist so das notwendige Übel, das es halt so gibt. Ja, die brauchen wir halt irgendwie, ja. Also das macht jeder gleich, das ist egal, wie komplex das ist. Das nehmen wir einfach off the shelf des Zeugs und setzen die ganze Sache um. Ja. Diese Kategorisierung kann allerdings auch einen Impact in Richtung Staffing und Organisation haben.
Ja, in der Core-Subdomain möchte ich ganz viel Inhouse-Development haben. Ja, ich möchte herausragende Teams mit super Arbeitsbedingungen haben. Die Staffing-Strategie, ja, die ich dort verfolge, das sollte eigentlich ganz klar Insourcing sein an der Stelle. Ja? Ich möchte schauen, dass wir mit Inhouse-Teams an der Stelle arbeiten können. Ja? Standardsoftware sehe ich dort eigentlich nur, wenn sie passt auf diese jeweilige Subdomain, aber wenn ich sage jetzt mal so, den Prozess der Core-Domains nicht beeinflussen muss. Ja? Ich möchte dort eigentlich trotzdem kein komplettes Outsourcing fahren. Ganz anders sieht es bei der Generic Subdomain aus. Ja? SaaS-Lösung präferiert, Standard-Software präferiert, da möchte ich mich gar nicht groß damit befassen. Ja? Also das heißt, ich möchte eigentlich den Kernfokus, ja, der Fokus sinkt, ja, von oben nach unten. Ja? Kernfokus ist auf den Core-Subdomains. Ja? Ich bin aber bereit, relativ viel Kosten auch auszugeben in diesen Core-Subdomains. Ja? Bei den Generic, da möchte ich eigentlich schauen, dass wir vielleicht sparen irgendwie. Eric Evans, der Erfinder von Domain-Driven Design, hat es mal so formuliert, not every part of a system will be well designed. Ja, also das heißt, wir werden es nicht hinkriegen, dass jeder Teil von einem System perfekt entworfen ist, sondern wir werden es wahrscheinlich nur hinbekommen, dass Teilbereiche gut entworfen sind. Und ich glaube, es ist eine gute Idee zu überlegen, welche Teilbereiche das sein sollen. Ja, wahrscheinlich die Core-Domains. Eine weitere Variante, da auf dieses Thema zu schauen, ist zum Beispiel, wenn wir Wordly Mapping schauen. Eine Wordly Map, die organisiert, ich sage mal, eine fachliche Struktur, erst einmal entlang einer Value Chain. Also das heißt, was ist denn sichtbar in Richtung der Kunden? Ja? Was ist weniger sichtbar? Wo generiere ich Mehrwert für Kunden? Wo generiere ich weniger Mehrwert? Und dann führen wir eine weitere Achse ein an der Stelle, ja, und strukturieren die Sachen in Richtung Genesis. Das ist ganz explorativ, neu. Custom Build, ja, da gibt es noch nichts Bestehendes am Markt. Das müssen wir selber bauen. Produkt, ja, da gibt es die ersten Produkte, die es gibt. Und Commodity, ja, also das heißt, das ist irgendwie völlig selbstverständlich. Ja, da gibt es überhaupt keine Differenzierung mehr. Auf was wir aufpassen wollen, ja, ist, dass wir eigentlich unsere Core-Subdomains und die wichtigsten Kontexte, die sich im Bereich Genesis oder Custom Build von der Wordly Map befinden, ja, dass die perfekt gestafft sind. Ja, das muss einfach gut funktionieren an der Stelle. Ja. Eine Sache, auf die man jetzt gucken kann, das ist in dem Buch Team Topologies von Matthew Skelton und Manuel Pace, das ich vorhin schon mal gezeigt habe. Ja, und zwar kennen die drei, ich sage jetzt mal, fundamentale Team-Topologien oder Kategorien. Ein Team ist für komplizierte Subsysteme zuständig. Sind meistens so unsere klassischen Legacy-Dinger, ja, wo ganz viel Komplexität sich angesammelt hat, wo, ich sage mal so, wo man Spezialistenwissen braucht. Ja, das können aber auch, ja, ich sage jetzt mal, neuere Sachen sein, wo aber ganz, ganz viel, ja, ich sage jetzt mal, Rocket Science sozusagen nötig ist. Dann haben wir Enabling Teams, ja, ist eigentlich eher sowas wie ein Inhouse Consulting. Das interessiert uns jetzt an der Stelle eher weniger. Dann gibt es Plattform Teams, ja, die stellen Plattformen anderen bereit. Das können technische Plattformen sein, zum Beispiel irgendwelche Continuous Delivery DevOps Plattformen, ja, mit all dem fancy Kram wie Kubernetes, Service Meshes und das ganze Zeugs. Das können aber auch fachliche Plattformen sein. Ja? Denkt beispielsweise an Briefversand, Input-Output-Management, Dokumentenmanagement oder sowas. Und dann haben wir noch Streamline-Teams. Ja? Das sind eigentlich die Teams, die fachliche Streams bereitstellen. Ja? Also die ganz, ganz stark, ja, ich sage jetzt mal so cross-funktional fachlich unterwegs sind. Gleiche ich jetzt mal diese Teamtopologien ab mit der Idee dieser Subdomain-Kategorisierung, dann glaube ich ehrlich gesagt, dass man sehr, sehr stark in den Core-Subdomains die Streamer-Line-Teams sehen sollte, gepaart mit einem kleinen Anteil von so complicated Sub,
Subsystem-Teams, ja, also insbesondere so Core-Domains, die extrem komplex sind, ja, sagen wir so zum Beispiel autonomes Fahren, ja, das ist super differenzierend, extrem komplex, das ist einfach ein abartiges Ding, wo man ganz, ganz viel Spezialwissen braucht, ja. Plattformen sehe ich dort eigentlich weniger, weil eine Plattform impliziert, dass etwas, ja, eine Produkt- oder eine Commodity-Qualität auf so einer Wortley-Map hätte beispielsweise. In den Supporting-Subdomains, ja, sehen wir Complicated Subsystems ganz häufig, Stream-Aligned-Teams, vielleicht ein bisschen was in Richtung Plattform. Die Plattformen, die sind wir eigentlich primär in der Generic-Subdomain. Ja, das Ding ist so eine Commodity, ja, dass da jemand so eine allgemeine Lösung baut, die eigentlich querbeet wiederverwendbar ist. Ja. Das ist mal so ein bisschen ein Ausblick, wie man an der Stelle bezüglich dieser Quote von Michael Nygaard umgehen kann. Werfen wir jetzt mal einen Blick, verlassen wir mal die Subdomains jetzt und gehen mal konkreter rein in Richtung der Softwarearchitektur zu dem Bounded Context. Da stelle ich eigentlich fest, dass wir verschiedene Arten von Kopplung haben. Ja, wie in der Technik, ich gehe mal davon aus, dass in der Java User Group ganz, ganz viele Technikerinnen und Techniker unterwegs sind. Wir betrachten natürlich zuallererst immer so eine Form von technischer Kopplung. Wir werden aber andere Arten von Kopplung auch sehen, also beispielsweise auf Ebene der Teams, der Software, fachlicher Capabilities etc. Und es impliziert, läuft eigentlich darauf raus, dass Team A mit Team B irgendwas zu tun hat. Ein Zitat aus dem Team Topologies Buch ist eigentlich wieder folgendes: An architect should be thinking, which team interaction modes are appropriate for these two teams? What kind of communication do we need between these two parts of the system, between these two teams? Ja, also es dreht sich eigentlich relativ viel bei der Frage um Conway's Law. Ja, das heißt, dass eine bestimmte Organisation bestimmte Architekturoptionen enabled oder sogar disabled, ja, dass die gar nicht möglich sind. Ja, was ein Zitat, das ich ja immer ganz cool finde, ist: You can't do Conway's Law. Conway's Law does you. Ja, und das sollte man immer berücksichtigen. Und das ist eigentlich auch so eine Fragestellung, was ich immer wieder sehe, dass die eigentlich immer mehr in den Fokus von Softwarearchitektur und von Architektur kommt, ja, solche organisatorischen Sachen. Ja. Team Topologies geht an der Stelle her und kennt drei Interaction Modes. Kollaboration, also das heißt eine enge Abstimmung zwischen verschiedenen Teams. Ja. Die müssen sich sehr stark koordinieren, sehr stark absprechen, müssen sich oft zusammensetzen. X as a Service, ja, irgendein Team stellt einen Service für ein anderes Team bereit. Ja. Oder Facilitating, das ist primär dann interessant für diese Enabling-Teams. Schauen wir uns einfach mal ein Beispiel an von der Grafik, die ich aus dem Buch übernommen habe. Wir haben hier ganz unten ein Plattform-Team sitzen, welches einen Service für ein Stream-Aligned-Team bereitstellt. Ja, Plattform-Teams sollen eigentlich primär Services für andere bereitstellen, über APIs, Dienstleistungen oder sonst irgendwas. Dieses Stream-Aligned-Team hat auch wieder eine Access-as-a-Service-Beziehung zu einem Complicated Subsystem-Team. Und da haben wir so eine Baustelle da oben. Ja, da ist so ein neues Stream-Aligned-Team, das auf der einen Seite noch Consulting braucht für ein Enabling-Team. Ja, so ein Enabling-Team kann die Consulten im Bereich Site Reliability Engineering, im Bereich Continuous Delivery, im Bereich DevOps, im Bereich kollaboratives Modellieren mit Event-Storming oder sowas. Ja, das kann alles Mögliche sein. Ja. Aber die müssen sich noch ganz stark koordinieren mit so einem Complicated Subsystem Team, mit einem Team, das beispielsweise auf irgendeinem Legacy-System sitzt. So viel zu dem Team Topologies-Zeug. Das ist ein relativ neues Buch. Ich glaube, das kam letztes Jahr raus. Ist eigentlich ganz interessant. Ja? Ich fand das Buch letztes Jahr echt spannend. Und das ist ein Buch, das ich in letzter Zeit eigentlich immer wieder zu Rate ziehe. Ja, ich habe das richtig gehend durchgearbeitet. Aber die spannende Sache ist eigentlich das, dass im Domain-Driven Design-Buch, welches vor 16 Jahren rauskam, ja, also das heißt, in dem Ding hier, das Teil, das ist 16 Jahre inzwischen alt, das ist eigentlich der völlige Wahnsinn, steht noch was Zusätzliches drin, und zwar die Idee der Context-Map gehören zum Strategic Domain-Driven Design. Ja. Die redet nämlich auch über die Kopplung und geht eigentlich viel, viel tiefer wie das, was die Team Topologies-Leute da beschrieben haben. Aber das ist natürlich auch missverständlicher und ein bisschen komplizierter. Ja, weshalb ich immer sage, es ist ja ganz eine gute Sache, wenn man erstmal mit dem Team Topologies-Zeug startet,
und dann ein bisschen tiefer eintaucht. Ich stelle euch jetzt mal ein bisschen die Context Maps vor. Die Context Maps kennt erst einmal drei verschiedene Abhängigkeiten zwischen Teams. Das erste ist mutually dependent. Also zwei Teams sind sehr eng voneinander abhängig. Die haben entweder Zusammenerfolg oder die fallen beide zusammen auf die Schnauze. Weiterhin können wir sehen, die müssen ihre Releases, ihre Arbeit koordinieren. Ja, das ist eine sehr enge Kopplung zwischen den Teams. Ja, das ist das, was man in vielen historisch und hysterisch gewachsenen IT-Landschaften eigentlich präferiert sieht. Ja. Dann haben wir noch Free, ja, zwei Teams, die haben eigentlich relativ wenig zueinander zu tun. Ja. Da gibt es ja klar abgestimmte API, die müssen sich nicht groß absprechen. Alles cool, ja. Da gibt es keinen großen Koordinationsaufwand. Und dann gibt es noch Upstream, Downstream. Ja, also das könnt ihr euch vorstellen, Aktionen von einem Team haben einen Impact auf die Aktion von einem anderen Team. Ja, ich wohne in Nürnberg. Durch Nürnberg fließt die Pegnitz. Die Pegnitz fließt von Nürnberg nach Fürth. Also ist aus Sicht der Pegnitz Nürnberg oberhalb von Fürth. Die Pegnitz fließt ja von Nürnberg nach Fürth. Wenn jetzt die Nürnberger, sagen wir mal, Gülle in die Pegnitz schütten. Ja, zwischen Nürnberg und Fürth gibt es ein bisschen Rivalität im Fußball, die es ja in allen Nachbarstädten dieser Republik so gibt. Ja, also das heißt, die Nürnberger schütten Gülle in die Pegnitz. In der Fürther Innenstadt stinkt es bestialisch. Ja? Die Fürther, die Aktion, die Nürnberg getätigt hat, ja, ist mit der Gülle, hat einen direkten Impact auf Fürth. Die Fürther können aber in Bezug auf die Pegnitz machen, was sie wollen. Es wird eigentlich für Nürnberg nie einen Impact haben. Ja? Also so kann man sich so ein Upstream-Downstream-System vorstellen. Weiterhin können wir mal schauen, was für weitere Beziehungen es dazwischen so Systemen gibt. Die populärste Beziehung, die wir uns eigentlich anschauen, ist so eine Call-Relationship. Irgendein System ruft einen Web-Service oder einen REST-Service oder sonst irgendwas von einem anderen System auf. Das kennt ihr mit Sicherheit in ein paar so geplotteten Architektengrafiken, wo ganz viele Kästchen mit Pfeilen etc. drin sind. Ja, da betrachtet man eigentlich primär Call-Relationships. Das gleiche habe ich ja eigentlich auch, wenn ich Events irgendwie in der Gegend rum publiziere. Ja, sagen wir, bauen jetzt eventgetriebene Architekturen mit Messaging, irgendjemand publiziert ein Event und ich gehe her und konsumiere den. Ja, soweit, so selbstverständlich. Das ist eine Betrachtungsweise, die wir ganz, ganz stark eigentlich die ganze Zeit schon einnehmen an der Stelle. Eine Betrachtungsweise, die wir seltener einnehmen, ist aber, wie geht es denn mit der Propagation von Fachmodellen zu? Ja? Schauen wir mal hierher, die Schufa hat ja ein Ergebnis, ein Schufa-Ergebnis. Das ist ein Fachmodell, welches der Schufa gehört. Wenn jetzt die Bank das Ding nimmt und sich 1:1 reinzieht, dieses Modell, dann propagiert sich das fachliche Modell der Schufa in die Bank. Also das heißt, die sind eng miteinander gekoppelt. Jetzt können wir sagen, ja, wir machen eventgetriebene Architekturen, gar kein Problem, wir sind von Haus aus entkoppelt. Ha, 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 ein Schelm, wer Böses denkt. Ich kann das mit einer eventgetriebenen Architektur genauso haben. Ja, ich habe ja irgendein Fat-Domain-Event, den wir in Kafka reinballern und das Scoring zieht sich die Payload einfach 1:1 rüber. Da habe ich die gleiche Modellpropagation. Das ist völlig egal, ob ich jetzt halt eventgetrieben mit Messaging arbeite oder ob ich synchron mit Web-Services oder RESTful HTTP-Ressourcen arbeite. Die beiden Sachen, die ich gerade gezeigt habe, diese Modellpropagation, die Aufrufbeziehungen, die finden wir eigentlich problemlos im Code raus. Die nächsten zwei Kategorien finden wir nicht im Code raus. Da müssen wir mit Leuten reden. Und zwar können wir Kommunikationsbeziehungen zwischen den Teams haben. Wenn jetzt zum Beispiel die Schufa sagt, ja, wir passen jetzt das Interface an und das unterliegende Modell und ihr müsst damit einfach klarkommen, liebe Bank. Und die Bank sagt, ja, okay, kein Problem, schickt uns die Doku, alles ist cool. Gar kein Problem. Da gehen wir davon aus, das ist immer so. Die Realität zeigt aber, dass folgender Fall, den ich jetzt vorstelle, eigentlich viel, viel häufiger passiert. Ja? Das eine Team sagt, hey, wir deprecaten den Domain-Event und ersetzen den mit einem neuen. Und irgendein anderes Team sagt,
sorry, wir haben keine Zeit, wir haben kein Budget, wir haben kein Geld, uns ist das Risiko zu hoch, ihr könnt es nicht tun, ihr müsst es verschieben, diese Änderung. Und die kommen damit durch. Ja, das ist auch eine ganz spannende Dynamik zwischen den Teams. Ja. Oder last but not least, wieder diese Upstream-Downstream-Semantik. Sagen wir, die Schufa sagt, hey, wir setzen den Webservice mit einer RESTful-Ressource nächste Woche. Die Entwicklerinnen und Entwickler in der Bank kotzen im Kreis und die sind aber eigentlich hilflos an der Stelle. Ja. Das sind lauter so Kategorien. Und die Context-Map, die hilft uns jetzt dabei, das formalisiert einmal auszudrücken mit Hilfe von ein paar Patterns. Ja. Über die gehe ich jetzt mal drüber und stelle euch die alle mal vor. Ja. Die werden alle die Sachen adressieren, die ich bisher vorgestellt habe. Da gibt es beispielsweise das Pattern Open Host Service. Ich glaube, man könnte Open Host Service heutzutage relativ mit einem guten Gewissen als Public API bezeichnen. Ja. Das heißt, ein Team stellt eine öffentliche API bereit und dann haben wir Consumer, die das Ding einfach aufrufen. Ja, relativ simple Sache. Wenn ich das mal visualisieren will, dann kann ich sagen, ich habe ein OHS, das ist so das Kürzel, das häufig verwendet wird. Das Team, das den bereitstellt, ist immer im Upstream. Und die anderen, die das konsumieren, sind im Downstream. Das ist ganz klar. Das Team, welches den OHS besitzt, hat die Macht, ja, für Änderungen etc. Jetzt können wir aber mal schauen auf der Downstream-Seite, wie Teams damit umgehen können. Ich habe beispielsweise einen Anti-Corruption-Layer. Das ist ein Pattern, das man eigentlich immer im Downstream findet. Also das heißt auf der konsumierenden Seite unten. Ja. Und dessen Ziel ist es, ja, das Modell, ja, das hier beispielsweise bereitgestellt wird in Form dieser Credit Application, innen drin zu übersetzen in Richtung von einem eigenen Modell. Ja, das heißt, ich nehme ein externes Modell, bekomme das rein und übersetze das auf Ebene meiner Integrationsschicht in mein eigenes Modell. Das Gegenteil dazu ist der sogenannte Conformist. Der hält sich ganz, ganz sklavisch an das Modell, das von oben vom Upstream kommt. Ja, und zieht sich das eigentlich mehr oder weniger 1:1 rein. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist ja klar. Also wer jetzt halt heutzutage einen Conformist baut, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Mit einem Anti-Corruption Layer bin ich komplett entkoppelt. Ich halte diese Betrachtung für ein wenig töricht. Schauen wir uns nämlich mal den Kopplungsgrad an zwischen Conformist und Anti-Corruption Layer. Der Conformist, der geht bis in das Herz, ja, bis ins Herzstück unserer Architektur rein. Ja, also bis in das zentrale Domain Model. Der Anti-Corruption Layer, beim Anti-Corruption Layer habe ich nach wie vor Kopplung. Ja, da komme ich gar nicht weg davon. Aber ich reduziere die Tiefe der Kopplung. Ja. Also das heißt, einmal geht die Kopplung nur bis zur Integrationsschicht und einmal geht sie ganz, ganz tief eben rein. Ja. Was sind denn jetzt Heuristiken, warum ich einen Conformist wählen würde? Ja, das eine ist, dass das einbauende Kontext zum Beispiel Berechnungen liefert, die ganz stark reguliert sind. Ja, wenn ich zum Beispiel einen Beleihungswert bei einer Baufinanzierung betrachte, ja, das ist eine Kennzahl für den Wert von einer Immobilie, die ganz, ganz stark durchs Kreditwesengesetz, ja, geprägt ist und reguliert ist. Da komme ich nicht außen rum. Ja, jemand, der das reinzieht, kann jetzt nicht sagen, ich mache meinen eigenen Beleihungswert. Geht nicht, wegen Regulierung. Ja, ist vielleicht eine ganz gute Sache. Ich kann beispielsweise auch sagen, ein Team, die sind Spezialisten für einen spezifischen Teil der Fachlichkeit und alle anderen müssen voll compliant zu denen sein. Ja, also es können Gründe sein für einen Conformist. Oder ihr seid bedingt durch Terms of Use bei einer kommerziellen API einfach gezwungen, das zu sein. Eine Verschärfung von der ganzen Sache ist der Shared Kernel. Shared Kernel besteht durch ein wirklich physisch geteiltes Artefakt zwischen zwei Teams. Diese Hand ist ein Team, diese Hand ist ein Team. Diese beiden Teams haben einen Shared Kernel in der Hand. Also das heißt, die haben den beide in der Hand. Ja, wenn das eine Team anzieht, geht das Ganze darüber. Wenn das andere Team anzieht, geht die ganze Sache darüber. Ja, also das heißt, ich habe ein physisches Artefakt in der Hand an der Stelle. Ja? Und
klassische Beispiele sind gescherte Jar-Files, geschertes Datenbankschema, hallo mein historisch hysterisch gewachsener Legacy-Monolith aus dem Vorhof der Hölle. Haben wir da eigentlich die ganze Zeit dabei. Ja? Wir haben hohen Grad an Kopplung. Ja? Ich sage mal so, der Share-Kernel ist jetzt erst einmal kein Anti-Pattern per se. Es gibt gute Gründe dafür einzuwählen. Ja, also zum Beispiel muss ich einen organisatorischen Trade-off machen. Ja? Ich habe ein Team, das aufgrund von bestimmten Abwägungen einfach zwei bounded Contexts besitzt. Ist jetzt nicht perfekt, kommt aber häufig genug vor. Ja, und wenn ich da noch beispielsweise eine sprachliche Ähnlichkeit habe, könnte man das machen. Ja, das eine Team spricht eh die gleiche Sprache. Ja. Wo ich aber einen Share Kernel zwingend vermeiden würde, wenn ich zwei Teams habe, die in einem Wettbewerb zueinander stehen. Ja, ich habe das mal beim Kunden erlebt, da ist das ganz schön böse ausgegangen. Da waren zwei Teams von zwei verschiedenen externen Vendoren auf einem Shared Kernel drauf. Ja, und die haben sich die ganze Zeit geprügelt um das Ding. Da wurde der Shared Kernel, ich sage jetzt mal so, richtig toxisch. Was man auf jeden Fall braucht, wenn sich zwei Teams einen Shared Kernel teilen, ist ein sogenanntes Partnership. Ja? Also das heißt, ich habe eine kooperative Beziehung zwischen den Teams. Ja, also das heißt, die koordinieren sich, ja, die sprechen sich ab, die releasen zusammen, die testen zusammen und so weiter und so fort. Ja. Üblicherweise in einer Upstream-Downstream-Beziehung zwischen Teams ist ja eigentlich das Downstream-Team ziemlich machtlos im Vergleich zum Upstream. Ja, die haben eigentlich gar keinen Einfluss, die sind hilflos. Es gibt aber durchaus gute Gründe, dass die ein bisschen Einfluss gewinnen sollten. Und dafür gibt es das Pattern Customer Supplier. Das ist ein rein organisatorisches Pattern. Also das heißt, wir geben dem Downstream-Team ein wenig Einfluss auf Aktionen von dem Upstream-Team. Also das heißt, die dürfen Anforderungen an die stellen. Was kann jetzt da der Grund sein? Nehmen wir mal dieses Beispiel. Ja, wir haben Scoring. Und irgendwie so einen Credit Sales Funnel, wo so ein Antragsformular da ist. Ja, vielleicht haben von euch schon mal welche so ein Kreditformular ausgefüllt, zum Beispiel für sogar eine Baufinanzierung. Da wäre feststellen, das Ding ist abartig komplex. Jetzt ratet mal, von wem diese Komplexität kommt. Vom Team Scoring. Das ist natürlich erst einmal Downstream, weil ohne Anträge kein Scoring. Ja, ist völlig klar. Ja. Liefert Credit Sales Funnel, keine Anträge, kann Scoring tun und lassen, was sie wollen. Die verhungern. Ja? Scoring kann hingegen machen, was sie will. Es hat null Einfluss auf den Credit Sales Funnel. Ja, aber das Team Scoring bekommt das Recht, und zu denen zu sagen, hey, damit wir unseren Job machen können, müsst ihr folgende Felder in den Antrag mit aufnehmen. Ja, das ist so eine typische Customer-Supplier-Relationship. Bitte achtet aber drauf, da gibt es auch eine Anti-Pattern-Variante davon. Ich nenne die selber. Das ist jetzt kein offizieller Begriff aus der DDD-Community oder in irgendeiner Literatur. Ich nenne die Vetoing-Customer. Das ist immer so dieser Customer, der sagt, wir haben kein Budget, wir haben keine Zeit, wir haben kein Geld und so weiter und so fort. Ja, das ist eigentlich ein Anti-Pattern davon. Ja, das ist eigentlich nicht das, was wir an der Stelle wollen. Visualisieren tut man das meistens über CUS, SUP. Dann haben wir Separate Ways. Zwei Bounded Contexts haben eigentlich fast nichts miteinander zu tun. Die sind extrem entkoppelt. Das können manuelle Prozesse sein. Das ist eine ganz spannende Sache für Minimum Viable Products, wo am Anfang noch nicht alles perfekt sein muss. Ja, wir wählen eine organisatorische Lösung dafür, um das Ganze zu adressieren. Warum ist das interessant? Zum Beispiel in Callcenter-Software sieht man sowas ganz, ganz häufig. Ja, da sind die Agents unterwegs mit 5 bis 6 Programmen und machen dann, die Programme sind selber miteinander nicht integriert. Ja, ist keine Integration da, weil zu aufwendig, zu teuer, keine Zeit oder welcher Grund auch immer man da ins Land führt. Aber was wir sehen ist, dass über so Copy-Paste-Semantik, ja, kopieren aus dem einen Programm, paste ins nächste, so eine implizite Integration stattfindet über organisatorische Prozesse oder irgendwelche organisatorischen Hacks. Möchte ich jetzt eine IT-Landschaft modernisieren, will ich genau das wissen. Ja, und an der Stelle ist das Pattern eigentlich relativ wertvoll.
Ich glaube, die meisten von euch werden wahrscheinlich schon mal einen Termin auf ihrem oder seinem Smartphone angenommen haben oder einen Kontakt von einem Bekannten an Freunde per iMessage, Threema, Signal oder wie auch immer geschickt haben. Ja? Ihr habt alle mit einer Published Language interagiert, mit einem Industriestandard, VCard, iCal, ja, beispielsweise, iCalendar. Ja? Also das heißt, man definiert einen Standard, an den sich alle halten. Bleiben wir mal bei iCalendar. Ja, wir haben ein Team, welches bei Apple sitzt, für Apple-Kalender. Wir haben das Outlook-Team bei Microsoft. Wir haben das Google-Kalender-Team. Glaubt ihr, die müssen sich extrem stark koordinieren untereinander und absprechen? Können diese Kalenderprodukte alle nur parallel live gehen, in einem koordinierten Rollout? Nee, definitiv nicht. Die reden eigentlich wahrscheinlich relativ wenig miteinander. Aber in der Interaktion untereinander einigen sie sich einfach auf einen Standard. In der sprachlichen Variante, in den ich rein und raus übersetzen kann. Und das ist genauso diese Semantik von der Published Language. Also ich könnte jetzt beispielsweise sagen, diesen Kreditantrag in dem Beispiel, den definiere ich als Published Language und die wird gepflegt unter Einfluss von Scoring und der Immobilienbewertung. Die drei Teams, die setzen sich zusammen, definieren den Standard. Andere können darauf ohne Probleme aufsetzen, ja, zum Beispiel jetzt dieses Vertragswesen. Ja, die können mit dem Standard kommunizieren, die haben aber null Einfluss drauf. Ja, ich sage immer wieder, wichtiges Kriterium für eine Published Language ist sowas wie ein Konsortium, das sich über was unterhält. Aber bitte, 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 geht nicht her und kommt auf die Idee, hey, Unternehmensdatenmodell war jetzt irgendwie so semi-optimal, wir machen jetzt die Unternehmens-Published Language. Das wird in einem gleichen Desaster enden. Ja, sondern für kleine, wohl ausgemerkte Teilbereiche ist das wahrscheinlich eine ganz gute Idee. Das letzte Pattern, auf das ich eingehen will, ist der Big Ball of Mud. Das ist eigentlich eine, ich sage mal so, eine Systemeigenschaft. Ja, also das heißt, das ist so ein System, ja, wo die Modelle alle schrecklich sind, die Interfaces sind fürchterlich, es gibt keine klaren fachlichen Grenzen etc. Und das, dieses Big Ball of Mud ist eigentlich eher so ein Warnschild. Ja? Es will niemand einen Anti-Corruption Layer, es will niemand ein Konformist gegen Big Ball of Mud sein. Niemand will einen Shared Kernel mit einem Big Ball of Mud haben. Das einzige Pattern der Wahl in Sachen der Integration gegen den Big Ball of Mud ist der Anti-Corruption Layer. Was wir jetzt da sehen in diesen Patterns mit der Context Map, ist das, dass eigentlich diese Dinger, diese Patterns verschiedenste Facetten abdecken. Ja? Team Relationships, also Partnership, Customer Supplier, Separate Ways, Published Language ist ein totaler Klassiker dafür. Anti-Corruption Layer, Conformist, Shared Kernel, adressieren ganz stark sowas wie eine Modellpropagation. Ja, oder der Open Host Service, der Shared Kernel, der Big Ball of Mud sind eher so API-zentrisch, technisch angehaucht. Ja? Wir haben auch Parallelen zu den Team Relationships, die ich gezeigt habe. Partnership und Shared Kernel habe ich bei Mutually Dependent Teams. Separate Ways und die Published Language bei Teams, die im Zustand Free sind. Oder Customer Supplier, Anti-Corruption Layer, Conformist, Open Host Service. Ja, sind klar adressiert auf Upstream-Downstream-Beziehungen. Wir können uns auch mal überlegen, ja, was für einen Impact das auf die Kommunikation zwischen den Teams hat. Denkt noch an den Anfang meines Vortrags. Kommunikationsbandbreite zwischen Teams. Bei Shared Kernel brauche ich einen richtig dicken Kommunikationskanal. Bei der Published Language kann der deutlich, deutlich kleiner sein. Ja, also das heißt, ich habe einmal enge Kopplung und Integration, einmal eher Teamunabhängigkeit. Ich habe jetzt bis jetzt eigentlich fast nur über Conway's Law geredet in dem Vortrag, obwohl ich es erst ein einziges Mal erwähnt hatte. Ja. Genau darum geht es, ja, dass wir uns bewusst werden über diese Dynamiken. Weil nur dann können wir leistungsfähige Delivery-Organisationen aufbauen. Das Schöne an der Context Map, wir können eigentlich auch verschiedene Perspektiven beleuchten. Ich kann erst einmal so eine Call-Relationship betrachten. Ja, wer ruft wen auf? Ich kann die erste Ebene von der Team-Relationship analysieren. Ja, was ist Upstream, Downstream? Wer ist eher free? Wer ist mutually dependent? Ich kann mal schauen, was für APIs haben wir da irgendwo in so einer Systemlandschaft. Ich kann sowas wie Modellpropagation beleuchten.
Und dann noch eine zweite Ebene von Team Relationships. Ja, haben wir da vielleicht der Customer Supplier Relationship? Und jetzt können wir nochmal auf diese Kategorien mit den Subdomains zurückgehen und nochmal ein paar Heuristiken ableiten. Sollte eine Generic oder Supporting Subdomain ein Customer für einen Supplier in einer Core Domain sein? Wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Sollte eine Core Domain ein Conformist sein auf dem Model von einer Generic oder einer Supporting Subdomain? Ja, ich glaube, auch nicht unbedingt die beste Idee. Wie gehen wir denn um mit einem Big Ball of Mud, der in einer Core Domain ist? Ja, ich denke, das ist ein ziemlich großes Problem, das wir adressieren sollten. Sollen jetzt die anderen Kategorien Conformist werden gegen das Zeug? Wahrscheinlich auch keine gute Idee. Ich glaube, der Big Ball of Mud in einer Core Subdomain, das ist was, wo man relativ schnell die Axt ansetzen will. Ja? Wollen wir ein Partnership zwischen Teams, die mutually dependent sind, haben? Ja, wahrscheinlich auch weniger. Ich möchte euch jetzt noch ein paar Beispiele einfach mal ganz kurz zeigen, ja, um das nochmal ein bisschen greifbarer zu machen. Das erste Beispiel, das ist von einem Kunden von mir, den ich schon relativ lang berate, die hat ein folgendes Szenario. Die Abteilungsleiterin, mit der ich schon lange zusammenarbeite, jetzt sind wir beim Mittagessen auskurz, ah, Michael, mich nervt alles, nichts geht mehr voran bei uns, ständig hat irgendjemand irgendeine Ausrede, warum was nicht passiert oder warum irgendwas nicht funktioniert etc. Was können wir da tun? Und dann haben wir gesagt, hey, wir malen mal eine Kontextmap. Wir sind auf folgende Kontextmap gekommen. Wir haben ein System gehabt im Upstream, welches einen Open Host Service bereitgestellt hat. Und dann hat man drei Downstream-Systeme mit Teams, die Anti-Corruption-Layers gegen den Open Host Service hatten. Soweit, so unspannend. Ja? Allerdings zeichnete es sich ab, dass die Integration mit dem Open Host Service X und Y super wichtig war. Ja, die konnten damit sehr, sehr viel Mehrwert, sehr viel Value generieren. Für System Z war das eher so eine optionale Angelegenheit mit wenig Leidenschaft etc. Es stellte sich aber raus, dass der Abteilungsleiter oder der Teamlead von Z relativ häufig die Hand hob und sagte, Risiko zu hoch, kein Budget, keine Zeit, keine Kapazität, kein sonst irgendwas. Ihr müsst die Änderung verschieben. Dann hat die Abteilungsleiterin sich das so angeschaut und gesagt, hey Michael, kann das sein, dass Z indirekt X und Y darüber blockieren kann in ihrer Weiterentwicklung? Ich sage, ja, natürlich, das ist genau das. Ja, wenn der Open House Service was ändern will und er sagt, ist nicht und kommt damit durch, blockiert der über Bande gespielt die Weiterentwicklung von X und Y. Dann hat dieser auf den Tisch kaut, diese Ratte. Ich so, interessant, müsst mir mal erklären, was los ist. Stellte sich heraus, dass X, Y und Z, die Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleiter oder die Teamleads, Kandidaten für eine Beförderung waren. Und Z lief die ganze Zeit rum und sagte, bei mir geht alles wunderbar voran, die anderen sind bloß so langsam. Ja, also ich bin der bestmögliche Kandidat dafür. Also das heißt, wir haben die Kontextmap verwendet, um so Political Foulplay aufdecken zu können. Lass mir noch ein anderes Szenario zeigen. Folgendes Szenario. Schaut da mal kurz drauf und bildet euch einmal ein bisschen eine Meinung dazu. Das ist eine ziemlich fiese Kontextmap, die man da sieht. Was nämlich da passieren kann, schaut mal her. Diese Rating Agency, die hat ein Rating-Modell. Über den Conformist kann das sich natürlich jederzeit nach Scoring weiterpropagieren. Und über den Shared Kernel besteht die Gefahr, dass sich das in den anderen Kontext weiter propagiert. Das Gleiche kann mit dem Customer-Modell passieren. Ja, dass sich das querbeet in der Gegend rumpropagiert, das Zeug. Ich nenne das die Modellpropagation aus dem Vorhof der Hölle. Ja, das ist echt problematisch, weil man nämlich eigentlich gar nicht sieht, dass Scoring eine indirekte Kopplung an Customer haben könnte. Ja, oder die Credit Agency eine indirekte Kopplung an die Credit Application an der Stelle. Ja.
Und ich sage mal so, das ist schon durchaus ein bisschen problembehaftet, sowas. In meinem DDD-Buch habe ich noch ein paar weitere Beispiele dafür. Jetzt mal ein paar positive Beispiele. Hier über diese Customer-Supplier-Relationship gewinnen Real Estate Assessment, also eine Immobilienbewertung und Scoring, Einfluss auf ein Antragsformular in der Application Registration und Verification. Ja, das ist eine ganz gute Sache. Die Kreditentscheidung, die haben wir aber vom Einfluss her hier extrem zurückgestutzt. Die muss konformen auf die Werte, die die Immobilienbewertung berechnet. Oder die muss konformen auf das mathematische Scoring-Ergebnis. Sie darf sich aber ein paar Informationen aus dem Antrag rausziehen, um die aufzubereiten für irgendeine Entscheidungsvorlage. In Bezug auf den Antrag könnte man aber sehr schön mit einer Published Language arbeiten, auf die quasi all diese Kontexte arbeiten und dann eigene Anti-Corruption-Layers haben. Im Umgang mit einem Big Ball of Mud ist der Anti-Corruption-Layer das Mittel der Wahl. Ja, das ist genau das, was ich an der Stelle haben möchte. Ja. Wo helfen uns jetzt Context Maps? Context Maps helfen uns erst einmal beim Visualisieren von bestehenden Governance-Prozessen, aber auch beim Upfront-Erstellen von dezentralisierenden Governance-Modellen. Wir können Politik visualisieren, wie sie läuft. Wir können sehen, wie sich schlechte Modelle oder generell Fachmodelle in der Anwendungslandschaft weiterpropagieren. Und wir können Context Maps eigentlich nutzen auch für die Planung von Transformationen. Ja, wenn man da so einen großen Monolithen hat, der sehr verwoben ist, können wir mal visualisieren und planen, wie wollen wir den wirklich zerlegen. Ja, das Mittel der Wahl an der Stelle ist natürlich ganz stark das Betrachten dieser Modellpropagationspatterns. Ja, dass wir eben sehen, wo brauchen wir zwingend eine lose Kopplung, wo müssen wir Sachen entkoppeln, was ist bereits entkoppelt, wo können wir irgendwelche schnellen Erfolge feiern beispielsweise, ja, was bei sowas ja auch immer ganz, ganz schöne Sache ist. Ja, also ich persönlich denke, dass die Context Map ein extrem mächtiges Tool ist. Ja. Was wir nämlich sichtbar machen, sind ganz viele implizit versteckte Abläufe, implizit verstecktes Wissen, implizit versteckt ablaufende Politik. Ja, das können wir visualisieren damit. Wir können visualisieren, wie sich Modelle in so einer Anwendungslandschaft weiterpropagieren. Haben wir wirklich eine schön verteilte, entkoppelte Applikationslandschaft? Oder ist das, was wir haben, eigentlich doch ein verteilter Monolith, was der Worst Case ist? Ja? Wir können ein dezentralisiertes Governance-Modell etablieren. Und ich sage es mal so, als Software-Architektinnen und Architekten oder als Lead-Developer müssen wir auch ab und an mal mit ein paar Managern reden. Kleiner Tipp am Rande, viele Manager interessieren sich sehr, sehr stark für diese Fragestellungen. Und ich denke, wir als Techniker, wir sollten diese Themen zu einem gewissen Grad auch mitbesetzen können und mitdiskutieren können, weil nämlich organisatorische Entscheidungen, die auf der Ebene getroffen werden, einen direkten Impact auf unsere Software und unsere Softwarearchitektur haben werden. Genau. Falls ihr das ganze Zeug spannend findet, und da noch mehr drüber lesen wollt, ich habe in meinem DDD-Buch relativ viel drüber geschrieben. Das ist auf LeanPub veröffentlicht, ist eigentlich schon zum großen Teil fertiggestellt. Die letzten 20% brauchen natürlich wie immer so lang wie die ersten 80%. Aber ich arbeite nach wie vor konstant dran. Also wenn ihr da Interesse habt, ist hier eine kleine Voucher dafür. Die Voucher steht auch auf Speakerdeck. Also wenn ihr das Slide Deck, das liegt auch schon auf Speaker Deck. Ich werde das danach nochmal twittern. Wenn da Interesse ist, könnt ihr da nach wie vor auch noch auf die Voucher zugreifen. Ihr könnt mir natürlich gerne auf Twitter folgen und euch da mit mir gern austauschen. Und ich würde jetzt einfach mal das Screensharing beenden und mal einen Blick in den Chat oder auf die Fragen werfen, ob da von eurer Seite irgendwelche Fragen aufgekommen sind und die würde ich dann noch beantworten. Bis dahin schon mal vielen, vielen Dank. So, in den Fragen, da war eine. Top, veröffentlicht ihr das Recording?
Wenn die Aufzeichnung erfolgreich war, dann werden wir das Recording definitiv veröffentlichen. Dann werde ich das wahrscheinlich morgen früh an die Priska schicken und sie und ihre wunderbaren Kolleginnen und Kollegen bei der Synix werden das dann bearbeiten und veröffentlichen. Ja. So. Dann die zweite Frage. Hat man nicht automatisch immer eine Published Language in Verbindung mit einem Open Host Service? Das ist eine total interessante Frage. Ich sage mal, da geht die Meinung in der Community ein kleines bisschen auseinander. Wenn ihr beispielsweise in die Literatur von Vaughan Vernon reinschaut, Vaughan geht her und ich sag mal, bringt Published Language immer mit einem Open Host Service zusammen. Ich persönlich sehe es allerdings so, dass ich von einem Open Host Service erwarte, dass er ein wohl definiertes Interface hat. Ja, das ist für mich ehrlich gesagt eine Grundvoraussetzung für eine vernünftige API. Jetzt zu sagen, das ist automatisch eine Published Language, da bräuchte ich eigentlich das Pattern nicht zusätzlich. Was für mich persönlich eigentlich bei einer Published Language wichtig ist, dass da ein Open Host Service ein Fachmodell propagiert, welches auf Basis eines abgestimmten Standards läuft. Ja, also diese Facette eines Konsortiums, das Ding definiert. Das ist für mich persönlich, ja, das ist jetzt meine hochpersönliche Meinung auf Basis meiner eigenen Erfahrung. Ja. Da können mich jetzt ein paar DDD-Puristen vielleicht kritisieren dafür, ja, das akzeptiere ich. Aber ich glaube ehrlich gesagt, eine Published Language ist noch ein bisschen mehr, ja, also als eine wohl definierte Interface. Also eine Public API ohne eine anständige Interface-Beschreibung ist ja, sind wir uns ehrlich, das ist eh Schrott. Ja, das will ja niemand. Okay, dann der Carlo hat noch gefragt. Kann ich eine Context Map auch erstellen, wenn ich keine klare Übersicht der Bounded Contexts habe? Dann beispielsweise an Teams oder Ähnlichem. Ja, ich denke, das geht. Ja, also ihr könnt ja, also das, was ihr da als Bounded Contexts, was die Context Map eigentlich als Bounded Contexts sieht, was ich total häufig mache, ist, dass ich einfach sage, das sind Systeme. Ja, ich habe System A, System B, System C. Es ist wahrscheinlich viel, viel zu groß für so einen Bounded Context, gerade jetzt im Legacy-Bereich. Aber da kann ich eigentlich die Patterns genauso 1:1 adressieren. Ja? Ihr könnt eigentlich auch Context-Maps zwischen einzelnen Modulen, ja, zwischen Jar-Files aufmalen. Ja? Da ist das mit den Team-Relationships weniger, aber so das Thema Modellpropagation könnte vielleicht eine ganz spannende Fragestellung sein. Also ich würde sagen, Context-Maps wurde erstellt für die Integration zwischen Bounded Contexts. Nimmt die Ideen und wendet sie aber jederzeit nur für irgendwas anderes an. Ja? Dann der Viktor fragt, wer hat bei einer Published Language die Hoheit? Alle im Konsortium. Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Sache, dass man das abstimmt. Ja? Ich glaube, es gibt mit Sicherheit Führer. Das ist natürlich tendenziell das Upstream-System, das federführend bereitstellt. Aber da gibt es natürlich verschiedenste Varianten, ja, genauso wie es in verschiedenen Konsortien verschiedenste Machtverhältnisse gibt. Wichtig ist, dass sie definiert sind und klar verständlich geklärt sind. Ja. Es muss nicht immer so ein gleiches Ding zwischen allen Konsortiumsteilnehmern sein. Es kann sein, dass ein bestimmtes Team mehr Stimmrechte bekommt da. Ja. Das ist durchaus eine denkbare Möglichkeit. Es muss definiert sein. Gibt es nette Tools zum schnellen Erstellen von Context Maps, die dann auch managementtauglich aussehen? Ich würde jetzt erst einmal sagen, nein. Aber ich sage mal so, das, was man mit einem Tool wie Miro.com produziert, schaut eigentlich ganz cool aus. Mit OmniGraffle kann man was machen. Aber ich möchte da ganz stark noch ein Tool erwähnen, das ist ein Open-Source-Projekt namens Context Mapper.
Die haben eine DSL gebaut. Ja, das ist so ein universitäres Forschungsprojekt gewesen und die haben eine DSL gebaut, mit deren Hilfe man Plant-UML-Diagramme dann rausschreiben kann. Ich suche euch das mal schnell raus, eine Sekunde, und poste den Link dazu in den Chat. Da haben wir es ja schon. Ich habe das Ding mal in den Chat gepostet, da ist es drinnen. Ja, könnt ihr mal drauf schauen. So, dann schaue ich nochmal kurz in den Chat rüber, was dort ist. Ah ja, Miro.com hat jemand verlinkt. Das ist wirklich der Hammer, das ist total geil. Sehr interessanter Vortrag, danke, danke. Ja, da sind keine weiteren Fragen mehr drinnen. Dann wäre ich soweit von meiner Stelle durch. Wenn ihr im Nachgang noch Fragen habt, schreibt mir einfach auf Twitter oder auf welchen Kanal auch immer. Ich bin ja relativ gut erreichbar. Und dann wünsche ich euch noch viel, viel Spaß. Kommt gut durch die Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns alle hoffentlich mal wieder persönlich wieder dann auf ein echtes Bierchen zusammen. Danke. Zum Wohlsein. Ciao. Zum Wohl. Danke für den tollen Vortrag, Michael.